Grenzbahnhof Bux, das Tor zum Osten, auch Station vom Orientexpress. Das ist das Zügli von Vorarlberg her. Bux am 6. Juni 2019 gefeiert wurde, ist 10 Jahre Bahnhofpaten. Bürgerinnen helfen Bürger. Eine Aktion von Rail Fair. Bahnhofpaten hier im Gespräch mit dem Stadtpräsidenten, mit dem Daniel Gut. Ja, Bux, ein Bahnhof mit täglich 5'000 Passagieren. Bei diesem Jubiläum dabei auch die Gesamtverantwortliche von der SBB, Nadia Hemmerli, die genau weiss, wie das alles entstanden ist. Ja, im 2003 hat man die Strategie für öffentliche Sicherheit überarbeitet und da hat man eigentlich noch etwas gesucht für Prävention. Und so ist eigentlich Railfair entstanden. Also Prävention für was denn? Das geht um Sicherheit oder geht es um Hilfestellung auf den Bahnhöfen oder um was geht es? Eigentlich um die niederschwellige Präsenz zu markieren an den Bahnhöfen. Unter anderem geht es um die Sicherheit, aber sie geben auch viele Hilfeleistungen, Auskünfte teilen. Ja. Also die Dame hat sich gerade bei mir bedankt, weil wir hier als Bahnhofpate ihnen Sicherheit geben und sie ein gutes Gefühl haben auf dem Bahnhof. Das freut uns natürlich sehr. Gibt es ein gewisses Sicherheitsgefühl, wenn so ein Bahnhofpate da steht? Ja, auf jeden Fall, natürlich, schon. Klar. Und Sie haben vorher gesagt, wenn man so spät unterwegs ist, ist das ja. Noch eben ja, man hat einfach ein sicheres Gefühl, man kommt an und man hört immer wieder über Überfälle und gerade wir Älteren, wir fühlen uns dann einfach sicher, wenn jemand da ist und uns behütet und beschützt. Aber nicht erst in der Sicherheit. Wenn ich daher komme, jetzt halt zum Kabinett rauszulassen oder so irgendetwas, dann helfen wir die Bahnhofpaten. Die helfen euch selbstverständlich, ja. Wenn ich den Lift nicht finde, verdammt der Führer nicht weiss, wie ich über die hohen Perron durchkomme, dann sagen sie wo durch. Genau, dann zeigen sie den Weg, unter anderem, ja. Geht so etwas auch, dass wenn jetzt jemand sagt, oh, da beobachtet mich jemand, ich werde fast verfolgt und so, kann man dann auch hergehen zu diesen Bahnhofpaten? Das kann man sicher zu ihnen hergehen und dann würden sie einmal das Sicherheitsgefühl vermitteln, oder? Und meistens würde sich das so ein bisschen auflösen, denke ich jetzt mal. Aber und Bahnhofpaten können jederzeit auch der Transportpolizei anrufen, wenn etwas wäre. Ah, sie sind also natürlich auch dementsprechend ausgebildet, oder? Genau, sie besuchen einen zweitägigen Kurs. Ein Tag ist bei SBB, wo sie so ein bisschen vorbereitet werden auf ihre Aufgaben. Und der zweite Tag ist in der Sicherheitsarena in Winterthur, wo wir bei Europower sind, wo sie wirklich so ein bisschen lernen, dass sie einen sicheren Erstauftritt haben und wie sie sich im Team absprechen und wie sie sich in brenzligen Situationen, wenn es zu denen kommt, auch wissen, wie sie zurückziehen. Jetzt gibt es Bahnhofpate ja nicht überall, es gibt aber nicht nur zu Bux, aber es gibt etwa 17 Bahnhöfe in der Schweiz, oder wie viele sind das inzwischen? Momentan sind wir an 17 Standorten in der Schweiz vertreten, bald aber an 19. Momentan sind wir in Sion und in Wiel, St. Gallen dran, zwei neue Bahnhofpatenschaften aufzubauen. Tut sich da die SBB wiederum bemühen oder können die Städte oder die Orte an die SBB her oder wie geht denn das? Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem. Manchmal kommt die Stadt auf uns zu, manchmal geht aber auch die SBB konkret auf die Städte zu. Wichtig ist einfach für uns, dass die SBB wie auch die Stadt ein Bedürfnis hat und wirklich auch die Lage erfordert. Haben die Resonanzen, also jetzt von Kundschaften, dass sie etwas sagen, wie das ist mit einer Bahnhofpate? Gibt es auch Kritik oder wie sieht das aus? Bis jetzt haben wir wirklich sehr, sehr gute Rückmeldungen bekommen zu den Bahnhofpaten. Sie werden sehr geschätzt aus der Bevölkerung. Jemand, der da ist, jemand, der ihnen helfen kann. Bis jetzt eigentlich wirklich nur Positives. Ist in dem Sinne also fast eine Win-Win-Situation, also für die Kundschaft von euch natürlich, aber natürlich auch für die SBB selber. Jetzt habe ich gehört, es ist fast ein auf freiwilliger Basis, also etwas zahlt, kriegt man auch kaum über. Genau, wir haben uns bewusst für das Format entschieden, dass wir das, was wir hier machen mit den Bahnhofpaten, auch nur mit Freiwilligen werden können erreichen. Wir sind aber auch Benevol unterstellt, also Benevol Schweiz, wo wir uns auch an die Rahmenbedingungen halten und sie bekommen trotzdem eine kleine Entschädigung und so ein paar Goodies, die die Freiwilligen bekommen. Ja. Sie gehen jetzt von einer Stadt zur anderen, also von einem Standort zum anderen, sind verantwortlich für das. Sind Sie selber mal auch im Einsatz? Sind Sie selber mal auch begleiten? Haben Sie selber auch Erfahrungen damit? Ich tue regelmässig Patrouillen begleiten, ja, genau. Und ist das nicht auch noch ein bisschen gefährlich, könnte ich mir vorstellen? Also hat man nicht manchmal ein bisschen ein mulmiges Gefühl?
Also seit ich jetzt da bin, seit 2 Jahren, wirklich, habe ich noch nie irgendwie so eine brenzlige Situation erlebt oder gehört, Rückmeldungen bekommen. Sie haben auch den Auftrag, falls es brenzlig könnte werden, gar nicht erst herzugehen und gescheiter eben zu alarmieren und die Transportpolizei zu verständigen. Und da ist kein Unterschied, also, dass jetzt Frauen sich schwieriger tun? Oder tut man immer schauen, dass immer Mann und Frauen zusammen sind, ein Pärchen nicht zusammen ist? So, oder muss man zu zweit unterwegs sein oder kann man auch allein unterwegs sein? Also zu zweit muss man immer unterwegs sein. Allein darf man nicht in Einsatz gehen. Aber aufgrund von der Anzahl natürlich freiwillig ist es relativ schwierig, immer zu schauen, Mann, Frau. Und ja, es ist freiwillige Arbeit und die Disponibilitäten können Sie entscheiden. Aber was wir sicher schauen, ist, dass die Zusammensetzungen immer ändern. Eine letzte Frage. Gibt es irgendeinen Wunsch, eine Anregung, irgendetwas, was Sie möchten loswerden? Ja, wir suchen neue Bahnhofpatinnen und Bahnhofpaten für den Standort Buchs. Ja, es würde uns freuen, wenn ihr euch würdet melden und mit dem das tolle Team würdet unterstützen. Ja, da dürft ihr euch gerne beim Walter Schwendener, beim Koordinator melden oder auf unserer Homepage auf www.sbb.ch/railfair schauen. Merci vielmals. Reine Information oder Interesse, um so etwas auch zu machen? Beides ein bisschen. Darum erkundige ich mich jetzt schon mal. Also ausgeschlossen wäre es nicht, he? Nein, sicher nicht. Super. Hey, da wäre er etwas, he? Nachwuchs? Ja, das wäre super, ja. Nachwuchs? Ja, ja. Das ist ein Bewerbungsgespräch hier. Nein, ich leider nicht. Warum nicht? Ja, weil ich den Bahnhofspaten kenne. Ich bin der Schwiegerpapi von ihm. Ah, genau. Ja, und das ist die Schwiegermama? Ja, so etwas ist es. Wäre etwas für die Mama, he? Was? Wäre etwas für die Mama? Bahnhofspatin. Oh nein, wir wohnen eben nicht hier. Ah so, okay. Ja, wir wären zu weit. Du, in dem Fall bleibst du auch im 11. Jahr allein, hä? Nicht allein, ich habe ja einen Haufen Gespähnchen und meine Kolleginnen und Kollegen sind fleissig am Werben, dass wir weitere gewinnen. Ja. Du machst das freiwillig. Warum machst du das? Wie bist du drauf gekommen? Weil ich wollte mal etwas anderes kennenlernen. Auch mit den Menschen und allem zusammen, oder? Und mich erfüllt das. Ich habe eine grosse Freude. Und ja. Die spezielle Erlebnisse, die du schon gehabt hast? Ja, das hatte ich schon gehabt. Negative und andere. Und gibt es gleich Leute, gell, wo man muss helfen muss, sei es beim Billett rauslassen oder wo das Gleis ist und so? Also ja, oder vielfach auch auf eine andere Sprache sagen, wenn der Zug fährt oder wo er muss einfahren. Und vor allen Dingen eben, wenn halt Frauen allein unterwegs sind, da muss man halt schon schauen, dass sie nicht behindert werden. Insgesamt eine dankbare und schöne Aufgabe in diesem Fall? Ja, sehr. Ganz sicher, ja. Sonst wäre ich ja nicht so manche Jahre schon dabei, oder? Wie lange sind Sie schon dabei? Im 6. Jahr. Ja, was machen Sie da? Ich bin eine Bahnhofpatin. Pate? Patin! Was ist das? Was ist das, ein Gotte? Ein Gotte? Ja. Sind Sie meine Gotte? Nein, ganz sicher nicht. Und auch ein bisschen Rücksicht nehmen aufeinander, oder? Und dann könnte man es auch wirklich sehr schön haben. Gell? Bahnhofpaten sind ein ganz tolles Projekt. Also jetzt ist es kein Problem, aber ein bisschen später am Abend, wenn man da so als, ich sage jetzt mal einfach als ältere Frau allein ankommt auf dem Bahnhof Buchs, dann schätzt man es glaube ich sehr, wenn da zwei Leute rumstehen, die noch einen offiziellen Touch haben, fühlt man sich einfach gerade sicher. Und das ist eigentlich von Anfang an der Sinn und Zweck von diesem Projekt, Bahnhofpaten gsi, und darum sind wir wahnsinnig dankbar, dass die Leute das als Freiwilligenarbeit in ihrer Freizeit machen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das hat die Situation am Bahnhof Buchs auch mitgeholfen, entspannen im Vergleich so vor 10 Jahren, wo mir jetzt persönlich auch diverse Menschen gesagt haben, dass sie hätten die Abend, also schon, sie gingen nicht wohl auf dem Bahnhof Buchs. Und da hilft. Und da finde ich super. Darum bin ich den Bahnhofpaten so dankbar. Ich finde das irrsinnig, was die machen. Und hoffe, es gibt auch wieder einmal Nachwuchs.